بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين Liebe Geschwister im Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Herzlich willkommen alle Nicht-Muslime. Bitte like den Beitrag, teilt den Beitrag, damit wir viele Menschen mit diesem Video erreichen. Ich war jetzt einige Tage nicht online gewesen und heute bin ich beim Einkaufen an der Zeitung gelatscht, Bild-Zeitung, und da war auf der Titelseite halt Schweinefleischverbot in Kita, irgendwas in dieser Art, Kniefall vor den falschen Leuten, irgendwas in dieser Art stand auf jeden Fall. Natürlich der erste Gedanke ist Schweinefleischverbot in Kita. Boah, was für ein krasses Thema. Das ist die Titelseite. Gab es in der Welt kein größeres Thema, als dass in einer Kita es kein Schweinefleisch mehr gibt? So. Auf jeden Fall, ich wollte dann direkt ein Statement machen. Ich bin aber den ganzen Tag nicht dazu gekommen, weil ich beschäftigt gewesen bin mit verschiedenen Dingen. Und dann bin ich eben nochmal auf Google News gegangen und dann steht das da auf der ersten Seite, sehr viele Zeitungsberichte, Kniefall vor den falschen Leuten und bla 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 bla. Die erste Frage, die mir kam, ist, und da frage ich euch, kennt ihr einen Muss, weil es, also das Bild, was hier vermittelt werden will, ist, vermittelt werden soll, ist ja folgendes: Die Muslime haben wieder Ansprüche, sie wollen wieder was fordern, uns in unserer Freiheit einschränken und erwarten jetzt von uns, dass wir kein Schweinefleisch mehr essen dürfen und dass die Weihnachtsmärkte sind schon Wintermärkte genannt worden und so weiter und so fort. Kennt ihr einen Muslim, der von den Nicht-Muslimen fordert, dass sie kein Schweinefleisch mehr essen sollen? Oder dass sie ihre Kinder kein Schweinefleisch mehr essen lassen dürfen? Der es von ihnen fordert. Ich rede nicht von jemandem, der vielleicht mit einem Nicht-Muslim darüber redet, dass Schweinefleisch nicht gesund ist, oder der versucht, einen Nicht-Muslim zum Islam einzuladen, vom Islam zu überzeugen. Nein, ich rede von einem Muslim, der fordert, wir wollen hier, dass ihr kein Schweinefleisch mehr essen dürft. Und wir wollen jetzt, dass die Weihnachtsmärkte nicht mehr Weihnachtsmärkte genannt werden, sondern Wintermärkte. Kennt ihr jemanden? Kennt ihr jemanden? Also ehrlich gesagt, ich bin in den ganzen Jahren, seit 2000, ich bin im Jahr, im 11. Mai 2001 Muslim geworden. Und seit 2006 bin ich durch Deutschland gereist. Ich war in so vielen Moscheen. Ich war in so vielen verschiedenen Orten. Habe so viele Muslime unterschiedlicher Nationalitäten kennengelernt. Ich habe für mehrere Firmen Hatschreisen unternommen, wo ich Leute auf der Pilgerfahrt begleitet habe und ihnen die alles beigebracht habe, was sie da zu tun haben, wie sie also die Pilgerriten durchführen. Ich habe noch nie einen Muslim gehört, der gesagt hat, ich fordere Ich fordere von einem. Moment, müssen hier einige dumme Kommentare löschen. Ich fordere von den Nicht-Muslimen, dass sie kein Schweinefleisch mehr essen, weil meine Kinder ja auch dort sind. Oder ich fordere, weil das eine Diskriminierung für mich ist, dass der Weihnachtsmarkt nicht mehr Weihnachtsmarkt genannt wird, sondern Wintermarkt. Kennt ihr einen? Ich frage euch, ihr seid ja auch radikale Muslime, es wird ja hier behauptet, dass deswegen diese Kita das Schweinefleisch verboten hat, weil das von Muslimen angeblich gefordert wurde. So wird es auf jeden Fall vermittelt. Kennt ihr jemanden,
der das jemals gefordert hat? Ich kenne keinen. Ganz im Gegenteil, ich kenne nur ein anderes Problem, was häufiger vorkommt, nicht immer vorkommt, dass zum Beispiel, dass zum Beispiel Kindern Schweinefleisch gegeben wird. Oder dass Kinder dazu gezwungen werden, in die Kirche zu gehen, muslimische Kinder. Oder bestimmte Gummibärchen zu essen. Alhamdulillah, dass wir jetzt so viel zu tun haben, dass es jetzt so viele Vegetarier in Deutschland gibt. Deswegen haben wir diese Probleme kaum. Und ich möchte hier betonen, das ist nicht in jedem Kindergarten, das ist nicht in jeder Kita, das ist nicht in jeder Schule so. Ja? Meistens, aus Erfahrung, läuft es meistens sehr, sehr gut. Meistens läuft das alles sehr, sehr gut. Man sagt in der Schule, das Problem ist nur, viele Muslime sagen das nicht. Viele Muslime sagen das nicht. Sie sagen nicht, bitte, wir sind Muslime, wenn sie Essen ausgeben. Weil es gibt auch Kinder von Vegetariern. Es gibt immer vegetarisch, es gibt immer irgendwas. So, was stinkt an dieser Geschichte hier? Was stinkt an dieser Geschichte hier? Denk mal nach. Wenn das doch wirklich Muslime gewesen wären, die das gefordert haben, so wie das vermittelt wird, ja? Es wird kein genauer Name genannt, es wird nicht genannt, wer die Leute genau waren, zumindest in den Zeitungsartikeln, die ich überflogen habe. Warum fordern die Schweinefleisch? Laut Islam darf ich auch kein Rindfleisch und kein Hähnchenfleisch essen, was nicht geschächtet wurde. So, das heißt, wenn da wirklich radikale Muslime gewesen wären, die da sagen, wir wollen hier, dass in diesem Kindergarten kein Schweinefleisch mehr verteilt wird, dann hätten die doch gesagt, auch kein Rindfleisch mehr. Da hätten die doch auch gesagt, kein Hähnchenfleisch mehr, bitte nur noch vegetarisch, bitte aus Rücksicht zu meinem Kind, weil wir wollen das Seelenheil des Kindes. Nein. Deswegen, die ganze Geschichte stinkt von vorne bis hinten. Die ganze Geschichte macht überhaupt gar keinen Sinn. So. Aber was wird damit wieder gemacht? Stimmung. Damit wieder in den Stammtischen erzählt wird, ja, hier, schau mal hier, jetzt dürfen wir noch nicht mal mehr in unserem eigenen Land Schweinefleisch essen. Genau das ist, was durch so einen Schwachsinn verbreitet wird. So. Was fordern wir? Wir fordern unsere persönliche Religionsfreiheit. Dass unsere Kinder oder wir nicht dazu gezwungen werden, Schweinefleisch zu essen. Oder nicht halal geschlachtetes Fleisch zu essen. Und Alhamdulillah, das läuft meistens absolut super. In den meisten Fällen läuft das gut. Man sagt Bescheid, man sagt im Kindergarten Bescheid. So. Der Islam ist nicht nur Koran, der Islam ist auch Sunna. So, man sagt im Kindergarten Bescheid, man sagt in der Schule Bescheid. Und dann läuft das meistens. Das Problem ist, dass viele Muslime sie schämen und Feiglinge sind und sich zu schade sind zu sagen in der Schule, wir wollen bitte nicht, dass das Kind mit in die Kirche geht. Weil rein gesetzlich, die Gesetze sind da. Weil sie zu feige sind zu sagen, ich kenne sogar einen Fall, da ist die Frau zu feige. Das ist eine andere Sache. Wenn das deine Arbeit ist, ja, man darf auch so eine Arbeit nicht verrichten, die damit zu tun hat. Ja? Das heißt, genau wie man das den Alkohol nicht verkaufen darf, nicht bringen darf, nicht, und auch nicht selber trinken darf, ist es auch mit dem Schweinefleisch. Aber das ist ja deine eigene Wahl, welchen Arbeitsplatz du nimmst. Wir können höchstens mit dem Arbeitgeber vornherein vereinbaren, sagen, Herr Arbeitgeber, wenn ich bei Ihnen anfange, es wäre sehr nett, wenn ich nur in diesem Bereich arbeite. Wenn ich nur in dem Bereich arbeite, der nichts mit Alkohol zu tun hat, wenn ich nur in dem Bereich arbeite. Aber das ist ja meine Sache. Ich kann ja nichts von dem Arbeitgeber verlangen, dass er das Schweinefleisch abschafft. Das ist ja sein eigenes Problem. Ja? So, das heißt, wir haben ja eine Vereinbarung. Aber was immer funktioniert, ist, dass man ausmachen kann, dass die Kinder vegetarisch essen. Dass die Kinder nur Fleisch essen. Also kein nicht halal geschlachtetes Fleisch essen. Das ist das, was wir fordern. Aber diese Rechte gibt es. Da brauchen wir gar nichts zu fordern. Und selbst wenn es dann keine Alternativen an Essen geben würde, dann wollen wir das Recht haben, unseren Kindern selber das Essen mitzubringen. Eben eine Butterbrotdose mit oder was auch immer.
Aber dieses Problem ergibt sich ja gar nicht. Natürlich, es gibt manchmal Kindergärten, es gibt manchmal Schulen, wo es meistens an einzelnen Lehrern oder manchmal, meine persönliche Einschätzung ist, dass in der überwiegenden Mehrheit, wenn man mit den Kindergärtnerinnen oder den Lehrern redet, dass das alles funktioniert. Ja? Dass es in der überwiegenden Mehrheit alles funktioniert. Man sagt einfach, sehr geehrter so und so, folgendes, wir sind Muslime, wir wollen nicht, dass das Kind Fleisch isst, sondern soll bitte vegetarisch essen. Ja. Was sagen die dann? Kein Problem. Wir haben ja hier sowieso Kinder von Eltern, die Vegetarier sind. Ist das Kind halt vegetarisch? Das ist das eine. Das andere ist, mit was für einer Gehirnwäsche wir es hier zu tun haben. Hier wird vermittelt, als wenn das Nicht-Servieren, ne, es geht ja nicht um Schweinefleischverbot, das Nicht-Servieren von Schweinefleisch im Kindergarten so eine Einschränkung für die Lebensqualität sei. Was heißt das? Das heißt, du hast gar keine Lebensqualität. Wenn das für dich so eine Einschränkung in der Lebensqualität ist, dann hast du gar keine Lebensqualität. Wovon ich ausgehe, ist, dass der Kindergarten, dass dies gut gemeint, wenn das überhaupt stimmt, die ganze Geschichte, dass das nicht von einem Muslim, dass das nicht von einem Muslim gefordert wurde, sondern dass der Kindergarten eventuell selber diese Entscheidung getroffen hat. Ja? Weil es so keinen Dialog gab, wie ist das genau? Und da, ja, anstatt mit den Leuten zu reden, wie verhält sich das bei ihnen genau, dass sie einfach von sich selber entschieden haben, guck mal, wir haben hier viele muslimische Kinder, da machen wir einfach gar kein Schweinefleisch mehr, dann haben wir unsere Ruhe. So. Weil es ja auch kein Problem ist. Es gibt ja so viel. Ich gehe davon aus, dass das so gewesen ist. Weil es ja tausende Alternativen gibt. Man muss ja kein Schweinefleisch essen. Ganz im Gegenteil, laut Bibel, Levitikus 11, Vers 7, sollten diejenigen, die an die Bibel glauben, auch kein Schweinefleisch essen. Und es noch nicht mal berühren. Levitikus 11, Vers 7, dritte Buch Moses 11, Kapitel 11, Vers 7. Und Jesus hat nie Schweinefleisch gegessen. Aber darum geht es gar nicht. Es geht darum, wir fordern von niemandem. Wir haben gar keine Forderung. Was ist eine Forderung? Eine Forderung ist von oben nach unten. Wir fordern von niemandem, kein Schweinefleisch mehr zu kochen oder zu essen. Aber wir fordern, dass wir nicht dazu gezwungen werden, Schweinefleisch essen zu müssen. Wir fordern von niemandem, Weihnachten nicht zu feiern. Das ist sein eigenes Problem. Wir können jemandem den Ratschlag geben, dass das eigentlich von der Religion her und der Fest, wie gesagt, das ist ein ganz anderes Thema. Aber wir fordern von niemandem etwas. Wir fordern aber, dass wir nicht dazu gezwungen sind, dass wir nicht dazu gezwungen sind, beim Weihnachtsfest teilzunehmen. Das ist unsere Botschaft. Ja, Bruder, das ist leider so, Achi. Das ist leider so. Das ist ein Problem. Und deswegen sage ich auch jedem von vornherein, liebe Geschwister, man muss von vornherein gucken, dass man sich einen. Ja, das meine ich ja, Walid. Das meine ich ja, Walid, Jamilia. Ich kann deine Nachricht nicht aufmachen. Ja, klar. Das, was ich kenne, ist. Wie gesagt, und man muss sich halt vorher auch informieren, welchen Kindergarten man seine Kinder schickt. Du sagst gerade, bei dir wird vegetarisch serviert. Leider kann ich den Rest der Nachricht nicht lesen. Ja? Aber das ist halt das, was ich meist gerne. Nochmal ein Ratschlag für mich an alle. Vorher informieren. Es ist immer wichtig, damit wir keinen Stress haben. Es ist immer wichtig, dass wir von vornherein die Karten auf den Tisch legen. Nicht irgendwo einen Job anfangen und dann Wurschtel, Wurschtel machen, sondern von vornherein sagen, schauen Sie mal, bei mir ist das so und so, ich muss fünfmal am Tag beten, gibt es da irgendeine Möglichkeit, wie ist das mit diesem und jenen, schauen Sie mal, Herr so und so von der Arbeit hier, Herr Minister, Herr Chef, ja, Herr Müller-Meyer-Schmitz, ich
bin Muslim, ich darf das und das nicht, ich würde gerne bei Ihnen arbeiten, aber das und das darf ich nicht. Ich würde dann aber dafür mehr in einem anderen Bereich arbeiten und in einem anderen Bereich, wenn man dann sagt, er vielleicht, okay, dann übernimm nur das Gemüse. Das heißt, von vornherein ehrlich sein und die Karten auf den Tisch legen. Das wollte ich nur gesagt haben, liebe Geschwister. Als Botschaft verteilt das, teilt das, ja, damit wir nicht die Leute, damit die Leute das sehen. Es ist gerade eine Riesenhetze. Ihr müsst euch mal die ganzen Kommentare vor durchlesen. So die typischen Stammtisch-AfD-Kommentare. Ja, wie? Habt ihr Weihnachtsfest? Und dann kommt dann noch irgendeine Politikerin, die erzählt dann auch wieder noch was von Weihnachtsmärkten und Wintermärkten. Habt ihr schon mal eine Mu Ich habe euch gefragt, bitte gebt mir eine Antwort. Habt ihr schon mal jemals einen Muslim gesehen, der gesagt hat, ich lebe hier in Deutschland, ich möchte von euch, dass ihr eure Märkte nicht mehr Weihnachtsmärkte, sondern Wintermärkte nennt? Das ist doch dein Problem. Was interessiert mich dein Weihnachtsmarkt? Was interessiert mich dein Weihnachtsfest? Aber erwarte nicht von mir, dass ich bei deinem Weihnachtsfest mitmachen muss. Oder wir dürfen jetzt nicht mehr frohes Fest sagen, sondern wir dürfen jetzt nicht mehr frohe Weihnachten sagen, sondern frohes Fest. Na, du kannst sagen, was du willst, das ist dein Problem. Aber erwarte nicht von mir, dass ich dir zu Weihnachten gratuliere. Weil das für mich kein Fest ist. Wo ist das Problem? Habe ich dir damit wehgetan? Habe ich dich damit in deiner Freiheit eingeschränkt? Das ist dein Problem. Mach, was du willst. Mach von mir aus, mach deinen ganzen Garten voller Weihnachtsbäume. Das ist dein Problem, nicht mein Problem. Aber man soll nicht von mir erwarten, wie ich als tolerant gelte, dass ich mir einen Weihnachtsbaum in den Garten setze und einen Weihnachtsbaum ins Fenster und in die Autoscheibe. Das ist der Punkt. Ja? Wir essen dafür nur Fred Ferkel von Katjes. Macht's gut, liebe Geschwister. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.